Was könnten wir machen? Wie lange bin ich hier heute online? Seit 2,5 Stunden, okay. Ach. Oh, okay. Kann ich einen Schlüssel? Ich werde keinen Schlüssel finden. Das ist die Punchline, oder? Ist das die Punchline des Ganzen? Das Planetarium im ersten Raum ist übrigens nicht die unwahrscheinlichste Sache, die uns heute passiert ist. Ich würde sagen, es ist auf Platz 3. Wir hatten sehr viele Guppies Collar Wiederbelebungen nacheinander. Und dann natürlich das in den Darkroom Warpen. Was absurd unwahrscheinlich war. Das ist gut. Und diesmal werde ich nicht die Kamikaze-Karte einsetzen. Versprochen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich werde sie nicht einsetzen. Ich weiß, ich hätte es nicht versprechen sollen. Oh, was für ein Item! Und mich verarscht, das ist so gut! Oh, fuck. Also, es ist wirklich gut. Sieht übrigens ziemlich gut aus an der, wir werden kein, sieht ziemlich gut aus an der, wir werden keinen Schlüssel bekommen, Front. Oh. Update! Der Schlüssel ist gelandet. Ist okay. Ist okay. Damit kann man Räume schnell clearen. Das kommt mir ganz gelegen. Ich bräuchte mehr Schlüssel. Oh ja, ich hätte die Empress-Karte einsetzen können. Ups. Sag mal, willst du mich Schaden machen? Nein! Ich war noch am Ausweichen. Ich war doch noch am Ausweichen. Egal, wir haben Bonus-Seite mit dem Planetarium. Ich denke, das macht alles egal, was passiert ist. Richtig? Richtig. Ich meine, wir haben nur Wirecode-Hänger verloren, also. Es ist wirklich kein Weltuntergang. Noch. Continuum ist natürlich auch direkt, direkt ein sehr interessantes Item. Nein. Ich habe bereits erfolgreich alle meine Sau. Ich habe das Gefühl, ich spiele heute unglaublich schlecht. Erzähl mir da was Neues. Hoho. Hey! Das war falsch! Du bist falsch rüber gedüst! Eternal Heart ist direkt ziemlich stark. Okay. Hat als Markierung am Boden gezählt.
Der Trunkenbold. Fuck. So, ich kann aber hier gleich noch gratis was mitnehmen. Was machst du hier? Was will ich denn mitnehmen? Weiter geht's. Ich glaube, ich habe zwei Items vergessen. Wie auch immer, ich wollte nicht gegen dummen Greed sterben. Ich denke, die Schaufel und die Pocket zu haben ist schon mal ziemlich gut. Ja, warum nicht? Au. Nein, meine... Nein. Wie habe ich jetzt so viel Schaden genommen? Das Eternal Heart hätte ich mitnehmen sollen. Aber ich hatte auch große Angst, dass der Greed mich umbringen wird. Eine Sache, vor der wir uns alle hüten sollten. Um uns nicht von der Gier zu sehr unterkriegen zu lassen. Das war fucking knapp. Ich hasse es, dass ich auch noch so relativ schnell spielen muss. Noch. Über die fucking Felsen. Was für ein Arschloch. So, wo sind Markierungen am Boden? Da ist eine Markierung am Boden. Immer noch gewinnbar. Ich denke, der Run steht tatsächlich ziemlich gut da aktuell. Ich bräuchte halt noch ein, zwei Damage-Ups. Das wäre ganz gut, aber ansonsten könnte durchaus schlechter sein. Okay, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wurde der Run gefährlich. Oh, fuck. Tinted Rock! Yes! Run lebt. Run lebt! Geh bitte weg. Der Run lebt. The Beast ist das Ziel. Nicht mal ansatzweise. Das Ziel ist es, nicht zu sterben. Und das war's. Das ist alles, was ich als Ziel habe für diesen Run. Fuck. Man muss einfach so viele Dinge gleichzeitig immer bedenken. Oh Gott, das ist fürchterlich. Ich muss so viel gleichzeitig im Auge und im Kopf behalten. Ziel nicht erreicht. Nicht die größte Überraschung. Oh, das ist bloody fucking Puppy. K
Cursed Eye und Bloody Puppy. Was für eine Ausbeute. Bloody Puppy ist super, sicher. Genau das, was ich brauche. Noch einen Verbündeten, der mich hin und wieder angreift. Genau das, was mir noch gefehlt hat. Wo ist das Herz her? Aus, dem Chat. Es kam aus der, aus dem Haufen raus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so viel von den Gegnern gleichzeitig im Kopf behalten, um irgendwie vernünftig was zu planen, wo ich ihn hinschicken kann. Ich muss ihm ausweichen, ich muss den Gegnern ausweichen, ich muss ungefähr planen, welchen Winkel er zu mir fliegen wird, wo ich damit vielleicht einen Gegner erwischen kann, und dann brauche ich natürlich noch Platz zum Ausweichen, weil ich aber natürlich ungefähr nicht da sein sollte, wo der Gegner ist, weil mich sonst der Gegner auch direkt erwischen wird, und oh, es ist fürchterlich. Das ist ziemlich gut. Das ist eine hervorragende Ausbeute. Vielleicht sind wir zurück im Spiel! Benutz einfach Anime-Sola. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich vermute, das ist ein guter Tipp, deswegen Dankeschön. Wahrscheinlich ein gut gemeinter Rat für mich. Oh, Anima Sola. Oh, das ist das Item. Ist überhaupt kein gut gemeinter Rat. Dieser Charles höhere Mathematik. Ja, passt auf. Erinnert ihr euch noch an... Irgendjemand, ein paar Leute werden sich daran erinnern. Es gab, oh Gott, das war... Irgendeine super alte AVGN-Folge. Es war über das Silver-Surfer-Spiel. Und da hat er an einem Punkt einen Screenshot gemacht und aufgemalt, wo überall Angriffe von Gegnern sind und so. Und wo man hingehen kann, um sicher zu sein, was auch immer. Da muss ich sagen, ich wünschte, ich hätte nur das vor mir. Das wäre nämlich so viel einfacher und so viel weniger Variablen als das hier gerade. Du gehst damit viel zu sparsam um. Ich weiß, aber ich bin nicht gut darin. Ich bin nicht gut darin. Vor allem, wenn die komplizierteren Gegner kommen. Denn kompliziertere Gegner sind dann noch ein bisschen, sind sogar noch ein bisschen komplizierter, stelle ich das mal vor. Warum heißt das Item überhaupt irgendwas, das wie Anime klingt? Seht ihr, da ist es. Also ich kann nicht... Wenn ich versuche, mit dem was zu planen, dann laufe ich in Gegner. Ich kann nicht so viel auf einmal machen. Das ist mir schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich meine, das bekomme ich hin. Aber ich nehme trotzdem Schaden. Anima Solas einsame Seele. Egal, was für ein Anime das ist. Solarts. Warum denn nicht? Und höhere Feuerrate scheinbar. Okay, weiter geht's. Der Trick ist es, Stark Isor auszuweichen. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, es wäre sehr viel sinnvoller, wenn ich
mich einfach nicht von ihm treffen lassen würde. Okay. Puh, so weit, so gut. Little Chat gibt alle paar Räume drop Little Chat Herzen. Little Chat dabei zu haben ist also nicht verkehrt, ist die Sache. Das war zum Beispiel ein halbes. Das war fucking riskant. Aber wir haben es durchgezogen. Und ich bekomme Soul Art dafür. Will ich auch hoffen. Los, einsame Seele. Hufeisen? Klar, warum nicht? Das Goldene. Ich glaube, damit hat man manchmal doppelte Goldräume oder sowas. Ich habe so viele Herzen hier überall herumliegen. Ja, was hältst du davon? Pilzkopf. Hä? So, ich versuche gerade wieder, den alten Shadow Esau einzusetzen im Kampf. Ich weiß nicht, ob ich gut darin bin, aber ich versuch's, okay? Ich versuch's. Wen nennst du hier Pilzkopf, du Pilzkopf? Hey, 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 hey. Wir sagen jetzt nichts, was wir nicht mehr zurücknehmen können, okay? Natürlich trifft mich der random fucking Tropfen von oben. Ich will einen Schlüssel haben, geh weg. Bei solchen Räumen, die voll mit Gegnern sind, bin ich immer noch absolut überfordert. Sicher. Denn genau das ist es, was mir jetzt noch gefehlt hat. Fucking Glass Cannon. Aber die goldene Pille, die hat bisher noch immer gute Dienste, gute Arbeit erledigt. Okay. Oh, oh. Keine Ahnung, was alles passiert ist, aber ich habe eine Menge Herzen. Ich glaube, meine Feuerrate ist gesunken, oder? Oh, haben wir das gesehen? Ups. Ich wünschte, Are You a Wizard würde verschwinden. Are You a Wizard, willst du verschwinden? Ernsthaft. Geh weg. Dankeschön. Ein okayer Raum. Kritisch. Warte, was? Das will ich nicht wirklich, glaube ich. Naja, wir können uns kleine Blob-Freunde machen. Die von ihm gekillt werden. Ich weiß ja nicht.
Ich weiß nicht ganz, wie ich dem gerade ausweichen konnte. Ja, ich habe das Gefühl, dieser Run wird nicht weit gut gehen. Denn ich habe absolut keine Ahnung, was ich mit diesem Spacebar-Item anfangen soll. Ehrlich gesagt. Nicht die geringste Ahnung. Warum sollte ich das wirklich verwenden wollen? Das war okay. Und schaut mal, diesmal bin ich nicht in den Abgrund gelaufen. Der Kartoffelschäler ist besser. Oh, auf jeden Fall. Ja, man kann es ja vergleichen. Mit dem gibt man einen ganzen Erzcontainer auf, aber... Ja. Yeah. Stimmt so, dass ich den Kartoffelschäler auch besser finde. Ich sollte mir trotzdem wieder ein paar kleine Jungs holen, denn... Vor allem jetzt zu Beginn sind sie gutes DPS-Upgrade. Man sollte nie seine DPS-Upgrades unterschätzen. Der gute alte Bambo! Was wäre ich ohne ihn? Nichts wäre ich ohne ihn. Können wir nicht zweimal nacheinander den gleichen Raum haben? Dankeschön. Der kann scheinbar Feuer ausmachen. Yes! Der erste Ebene kann ich mit ihm noch halbwegs was anfangen. Danach wird es sehr schwierig. Warum ist er runtergedüst? Das war dämlich. Egal. Und weg. Oh, ich glaube, das war dumm. Oh, ich glaube, das war dumm. Ich glaube, das war nicht gut. Wer hätte ich denn Nein sagen sollen? Man kann Abaddon nicht einfach liegen lassen. Wie schmeckt Monstro? Ach, scheiße. Au. Das war auch nicht gut gelöst. Spawn in der Mitte. Warte, wo bist du gerade irgendwo gespawnt, wo niemand war? Es spawnt einfach mit Absicht da, wo sonst niemand ist. So ein gemeiner Kerl. Wichtiger ist, keine zu dummen Fehler zu machen. Wir können ziemlich dumme Fehler machen, aber nicht zu dumm. Hatte ich ein Trinket? Ich hatte kein Trinket. Das heißt, das Gulpen war relativ nutzlos.
Oh, oh mein Gott! Okay. Okay. Komm schon. Dieser Run muss leben. Tick ist auch gut. Wir haben nämlich ja eine Gold-Pille noch irgendwo. Das ist eine Menge gutes Zeug. Ich glaube, ich muss das Soul-Art mitnehmen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich sehe im Chat gebrannte Mandel oder so. Oder eher Mandelentzündung. Reden wir von gebrannten Mandeln oder von brennenden Mandeln? Das ist nämlich wichtig, das ist ein großer Unterschied. Schwarzes Herz. Macht sich Eye of Belial gut mit Cricket's Body. Oh ja, ich kann lost werden, natürlich. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Ich darf das nicht einfach so vergessen, das ist so wichtig für diesen Charakter. Oh ja, sieht ziemlich stark aus. Und 4 Shots habe ich auch noch zusätzlich. Schau ich die Augen an. Kann man den Mann nach einer Mandelentzündung als gebrannte Mandel bezeichnen, da diese ja gebrannt haben? Ja, kann man. Ich würde dem zustimmen. Nein, ich habe inzwischen gar nicht mehr allzu viele Mandelprobleme, was ganz angenehm ist. Ich habe manchmal welche, aber üblicherweise nehme ich dann ein paar Dobendan und dann wird alles okay. Üblicherweise reicht das dann, um die potenziell eventuell sich anschleichende Entzündung wieder zu hemmen. Sag mal. Habt ihr die Jungs gesehen? Absolute Feiglinge. Ups. Rotten Tomato macht sich auch ganz gut, würde ich sagen. Also machst du einen Bogen raus? Nein, ich habe nur einen super starken Bild. Unabhängig davon. Das Ganze würde wesentlich schlechter aussehen, wenn ich nicht selber so viel Schaden machen würde. Seht ihr? Seht ihr? Wesentlich schlechter würde es dann laufen. Wesentlich schlechter. Ich mag diesen Run hier gerade gar nicht. Okay. Wird so gut. Ah ja, während er angekettet ist, kann ich durch ihn durchlaufen. Das habe ich unter Umständen komplett wieder vergessen. Und ich sollte es nicht vergessen. Äh.
ein Schlingel aber auch. Der gute Super Supper. Und ich würde sagen, ich bin weg. Zeit für die nächste Ebene. Diesmal gehen wir hier rein. Ich fühle mich abenteuerlich. Ich fühle mich wild. Du meinst, diese Limettenlutschbonbons, die den Hals etwas betäuben, sind auch immer mein Lebensretter. Ich weiß nicht, ob sie Limette sind, aber sind auf jeden Fall Lutschbonbons. Ich glaube nicht Limette. Aber ja, die helfen hauptsächlich deswegen, weil sie betäubend sind. Und können wir mitnehmen. Und zusätzlich noch ein bisschen entzündungshemmend. Der Run ist lahm, so wie Philipp. Das ist nicht lustig, was soll das? Das ist überhaupt nicht lustig. Aber das waren alle Gegner auf dem Raum. Hm. Wo ist denn der Wurm hin? Da ist er. Wusste ich, dass du Humor studiert hast? Jetzt weißt du es. Au. Das war relativ interessant, dass die Game-Teile um ihn herum mutieren. Wenn der Gegner besiegt ist. Oh. Das ist eine Ausbeute. Will ich Rotten Tomato mitnehmen? Judas Tank kann hilfreich sein, wenn ich mehrere Items mitnehmen will. Ja, genau, wenn ich eins dann für rote Herzen mitnehme und dann eins gratis. Wir nehmen das mit. Oh! Damit sind wir wieder fast conjoined. Das war ziemlich gut. Er ist einfach reingedüst. Und hör auf zu reden. So, Rainmaker wird jetzt natürlich absolut, spaßig, um nicht getroffen zu werden. Es lief unerwartet gut. Bruder! Dankeschön! Ich brauch das. Ich brauch das. Wer hat da geredet? Das war ich. Blabla. Blabla. Verzeihung, manchmal muss ich einfach reden. Oh, der alte Brimmy Bimmy. Das ist noch ein Item. Au, Schlüssel? Kein Schlüssel für mich. Will ich auf meinen Bruder warten? Ja, wir machen die Ebene noch ein bisschen weiter. Brim findet man selten. Yeah. Deswegen auch der Tanz. Wo bleibt denn mein? Da bleibt er. Hast du einen Schlüssel irgendwo für mich gesehen, mein Alter? Das wird der legendäre Brimstone Win. Wir werden sehen. Oh, sehr schön. Naja, wie auch immer. Ziemlich stark. Was haben wir Schaden gemacht? Stand ich so viel zu lange im Gas drin oder was?
Okay. Dann will ich das. Und dann bin ich weg. Das war dumm, weil ich das Knife Piece nicht mitgenommen. Ja. Das war nicht gut durchdacht. Das war überhaupt nicht gut durchdacht. Ich hab komplett vergessen, was das für eine. Ich muss hier gerade viele Dinge im Hinterkopf behalten. Aber das ist okay. Wir können noch so viel anderes Zeug machen. Das ist kein Beinbruch. Okay, für das Buch muss auf der Ebene jemand, in dem Raum jemand gestorben sein. Denke an das Buch, wenn du viele Gegner besiegt hast. Ja, da, ich muss dafür welche in dem Raum besiegt haben, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob ich das Buch jemals wirklich verwendet habe. Genau, okay. Ich habe nur Geschichten von dem Buch gehört, aber... Bin ich eingesetzt? Na. Töte die Fliegen! Denn sie haben das Leben nicht verdient! Oh, ich kann das Buch nicht ein. Fuck! Wie habe ich keinen Schaden genommen? Was wegen Ramming Speed? Ich glaube, das war wegen Ramming Speed, oder? Au. Hey! Jetzt können wir noch ein paar Knochen losfeuern. Es war wegen Ares. Okay. Gehen wir weiter. Keine Ahnung, warum das heißt, irgendjemanden auf dem Kanal willkommen, Fische existiert. Ich denke, damit Leute eben auch wirklich glauben, dass man zum ersten Mal da ist, wenn man schreibt, hi, ich bin zum ersten Mal da oder so. Ich weiß es nicht. Aber es nutzt auch niemand, also. Ist das okay? Heiße Bomben! Ups. Och! Ganzes Herzschaden dafür? Das war wirklich... Das war ein bisschen übertrieben. Das wäre so nicht nötig. Bombe noch mitnehmen. Dieser Ramming Speed. Sebastian, vielleicht ist Ramming Speed das, was man für diesen Charakter am meisten braucht. Lerne ich gerade. Oh Gott, das war so schlecht. Okay. Little Gish. Was von beiden will ich? Wir nehmen den mit. Yes! Yes!
Brimstone Conjoint. Das ist doch endlich mal was Vernünftiges. Oh, einer wurde zum goldenen Schlüssel. La-di-da. Damage ist immer noch nicht gut, aber wir nähern uns. Die Frage ist natürlich, wollen wir unser Glück gegen The Beast versuchen? Fühle ich mich dermaßen mutig heute? Nein, bist du bescheuert? Ja. Das ist ein vernünftiges Buch. Naja, immer noch keine Auszahlung. Oh, Herz. Jetzt kannst du zu der Beast gehen, ich weiß. Ich hab die Fullkarte nicht ohne Grund mitgenommen. Ups. Warum habe ich ständig Axe-Lags? Shit! Ich wollte zurück, um den Secret Room mitzunehmen, der nicht mal hier ist. Wahrscheinlich ist der Run tot. Aber vielleicht auch nicht. Aber hauptsächlich ist er tot. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es waren so viele Gegner. Und dann ist er noch umher. Es war zu viel auf einmal. Ich will nicht als Blue Baby respawnen. Es war mir zu viel Zeug auf einmal. Ah, ich habe nicht vor, Greedy Mode zu machen. Schau ich auf den Shop. Ich hätte nicht einfach umdrehen sollen auf der Suche nach dem Secret Room. Das war das, was den Run zum Scheitern verurteilt hat. Dann wäre alles gut gewesen. Weil ich das gemacht habe, ist alles schlecht gelaufen. Au. 2 Bomben für den Preis von nur einer? Da sage ich doch ja. Boneheart. Wer ist der feurig wütende Gentleman, der ich die ganze Zeit jagt? Das ist mein Bruder, Shadow Esau. Und er ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Ups. Seht ihr? Gar nicht zufrieden mit mir. Aber ich war auch nicht zufrieden mit mir in diesem Run. Ich dachte Dark Esau, ich weiß nicht, wie ich wer heißt, aber das ist okay. Apropos, Sache, die ich gestern erfahren habe. Wusstet ihr, dass Snuggly die Krähe aus dem Dark Souls-Universum und natürlich auch Demon's Souls, dass es gar nicht wirklich der Name ist? Sie heißt eigentlich irgendwie Double-Winged Crow Girl oder sowas. Der Name Snuggly ist einfach nur von Wikidot erfunden worden. Ich dachte mir, oh mein Gott.
All die Jahre, die ich belogen wurde. Ich dachte, das wäre ihr Name. Schien ein passender Name zu sein, aber nein. Klingt uns sexy, TBH. Ich glaube, sie ist auch mehr ein kleines Kind, aber gehen wir weiter. Ich denke, dass der Geheimdienst wird sehr dankbar sein dafür, dass du es ihm so leicht machst. Ups. Ich glaube, das ist ein Rip an der Stelle. Sag mal, sprintest du auch, oder? Das ist nicht wirklich eine Sache, die du machst. Oh, jetzt. Aber nur einmal. Oh, oh. Nein! Manchmal geht es sehr schnell. Yes. Soul Heart. Und Spinnen. Aber hey, halbes Soul Heart für umsonst. Tainted Jacobs sagt ja hart. Leute meinen, dass er stark sein kann und sowas. Ich versuche in erster Linie mich irgendwie einzuspielen. Was mir sehr schwer fällt. Ich versuche es. Aber es fällt mir schwer. Ich denke, man wird etwas sehr hart für einen Fehler bestraft mit diesem Charakter. Alles okay. Der Bomberboy. Nicht immer sein Birthright macht ihn angenehmer. Ja. Mein halbes Soul Heart. Na, ist egal. Ja, sowieso keine Deal mehr auf der Ebene. Cooler Fünfer. Ugh. Kann man zwei Shadow Isos bekommen, wenn man die Box einsetzt? Ist das eine Sache? Denn da hätte ich Lust drauf. Aber das würde meinen Spielspaß noch ungemein steigern. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, der Run ist tot. Ehrlich gesagt. Haben wir hier einen Cent? Ups. Nicht ganz das, was ich wollte, aber was soll's. Dafür kann ich noch einen Soul Heart mitnehmen. Und ich habe vorhin ein bisschen was in Donate-Tomate eingezahlt, also alles gut. Wirklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Hinsicht irgendwie besser werde im Umgang mit dem Charakter. Ich habe das Gefühl, ich werde nur schlechter darin. Ja, ich denke, es war soweit. Versuchen wir noch einmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, mit diesem Charakter was zu machen. Oh, ich bin mir da sogar sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Es wirkt nicht so, als ob ich in irgendeiner Hinsicht auch nur ansatzweise bisher besser wurde. Und ich habe jetzt schon ein paar Stunden mit Tainted Jacob gespielt. Aber es wird nicht wirklich besser.
Es wird doch nicht spaßiger unbedingt. Schon irgendwas geschafft? Nicht mit dem Charakter. Oh, Kallus ist gut. Gamekit. Gamekit ist nicht so gut. Ich hätte gerne eine Bombe, ehrlich gesagt. Das ist kein Gameboy, das ist ein Gamekit. Mein liebstes Gamekit-Spiel ist, ich würde sagen, Super Meat Boy Land 2. Das ist ein wahrer Klassiker. Teil 3 fand ich nicht gut, als sie den Fokus dann auf Dr. Fetus gelegt haben. Absoluter Oberhammer. Okay. Soweit, so gut. So, lass mich noch drüben den Tinted Rock mitnehmen. Dr. Fetus ist kein Item. Ist der Widersacher von Meat Boy. Manche würden sogar sagen, der Widersacher von Super Meat Boy. So. Der letzte ESO-Versuch. Ich sag's euch, wenn hier nichts Gutes bei rauskommt, dann werde ich nicht begeistert sein. Oh mein Gott! Es geht schon so gut los. Es geht schon so gut los. Ah, das ist gut. Der gute alte Seraphim. Das ist ein guter Begleiter. Das hatte ich von... Ich habe keine Ahnung, was Super Meat Boy Odyssey ist. Aber ich habe nicht mal als reguläre Meat Boy wirklich gespielt. Ich glaube, ich habe nie mehr als die erste Welt gemacht. Hallo, Mitgliederfreunde. Für 4 Cent ein Herz. Das nehme ich mit. Kein Gamer. Ja, das höre ich öfter. Oh, das war der gute Stoff. Wo war ich jetzt schon und wo war ich noch nicht? Hier war ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, Tainted Jacob wäre auch einfacher, wenn ich nicht auf Tastatur spielen würde. Das Problem ist nämlich, ich muss Q drücken, um ihn loszubinden. Aber dann, also um ihn loszuschicken. Und dann WASD, um selber auszuweichen. Das heißt, ich muss da sehr viel meine Finger hin und her bewegen. Neben allem, was sonst noch auf einmal kommt und ein bisschen nervig ist. Ich habe das Gefühl, ausweichen mit Tainted Jacob ist stressiger wegen Dark Ease. Man macht sich irgendwie selbst mega Stress. Klar ist es deswegen viel stressiger, weil du noch eine Sache zusätzlich ausweichen musst. Wahnsinn. Hm.
Willst du den Brimstone vielleicht, Dark Esau killen für mich? Das fände ich cool. Das fände ich cool. Wir nehmen das. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang! Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man das heutzutage noch sagen darf. Das heißt, wir werden so viele Devil Deal Items jetzt zusammenbekommen. Ich sag's euch, das, wenn ich überlebe, wird ein Fest, wenn ich überlebe. Wenn ich nicht überlebe, dann nicht. Warum habe ich das mitgenommen? Als Übung für den Einsatz mit Dark Esau. Natürlich. Warum sonst? Ich muss ja ein bisschen lernen, mit ihm umzugehen. Da sind diese Räume natürlich geradezu optimal. Das war absolut shit. Ist egal, ich habe das Buch. Ich mache mir nicht so viele Sorgen um mein Leben. Also von Change 38 Monate, Resub. Und von Funmenster 6 Monate, Resub. Auch dafür, wie viel lieben Dank. Ja, wie wäre es, wenn ich dieses Trinket nicht mitnehme? Oh, ich kann über Stacheln laufen. Sollte nicht vergessen, dass ich über Stacheln laufen kann. Ich glaube, ich will auch anfangen, ihn einfach in manchen Räumen, wo er mich nervt, einfach festzubinden, damit ich meine Ruhe habe. Ich glaube, das ist taktisch auch ganz wichtig. Dass man ihn manchmal auch einfach nur stilllegt. Damit er einen in Ruhe lässt. Au. Na, shit. Warte, welches Item bekomme ich jetzt von ihm? Kann ich von ihm... Kann ich von ihm jetzt ein Devil Deal Item oder sind seine Drops fest? Ich bekomme jetzt irgendeinen dummen Cube of Meat oder sowas. Oh, aber der Cube of Meat kostet was. Ach ja, yeah. Das ist ja auch eine Sache, die passieren kann. Der Devil Cube, das fände ich cool. Wenn einfach ein super böser Würfel rauskommen würde. Wisst ihr, wie böse der Würfel ist? Okay, ich habe keinen Schaden mehr. Man spielt mit dem Würfel nicht, Mensch, ärgere dich nicht, sondern Mensch, ärgere dich. Er ist so böse. Er ist so durchtrieben. Will man sich gar nicht erst vorstellen, sowas. Danke für das Bling-Bling. Dieser Mann soll Humor studiert haben, das habe ich auch. Lovers Fragezeichen. Yes! Kannst immer noch überstacheln. Weil waren irgendwo Stacheln, wo ich nicht rüberlaufen wollte? Oh, zu dem Item. Ich meine, ich will es eh nicht mitnehmen, aber ja. Yeah. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Ich glaube, ich gehe weiter.
Und wir erfreuen uns daran, dass... Oh ja. Lass ich mal meinen Würfel mitnehmen. Wir freuen uns daran, dass ich noch lebe. Hey, ich werde absolut den Devil Cube mitnehmen. Ja, One-Up sieht man nicht mehr häufig in dem Spiel. Die 1-Up-Zeiten sind vorbei. Items und 1-Ups. Items. Okay. Was ist euer liebstes Mario Kart Item? Die Tower Karte würde ich gerne nicht einsetzen. Und ihr hört auf, von Rock Bottom zu reden. Okay. Zählt als geschaffter Raum. Warum nicht? Warum denn nicht? Au. Oh, das läuft nicht gut gerade. Oh, der absolute Versager. Fass mich an! Interessant. Ich hätte den Engel nicht aufgeben sollen. Das gebe ich zu. So was, ich hau einfach ab. Ich glaube, ich war nicht im Goldraum, aber ist mir zu riskant. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Morgi hat mal selber an Lost gedacht. Hey, was soll das denn jetzt? Ich hab die ganzen letzten Runs immer daran gedacht, an The Lost zu mich zu The Lost zu machen. Schon ein bisschen her, seit ich das vergessen habe. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Damage. Ich denke, das ist nicht die größte Neuerung für meine Runs. Na, fuck. Oh, er war gar nicht... Was? Ich hab ihn doch gefangen genommen. Ich hab ihn doch gefangen genommen. Oh mein fucking Gott. Und wir sind raus. Wir sind raus aus diesem Run. Er lief gut, bis er nicht mehr gut lief. Jetzt läuft er nicht mehr gut. Oh ja, ich habe noch das One-Up. Und ich werde zu The Lost. Cool. Und nicht zu... Ich weiß wirklich nicht, ob ich
Tainted Jacob machen werde. Ich glaube, ich werde Tainted Jacob nicht machen. Ehrlich gesagt. Ich habe es heute jetzt auch schon wieder so viel versucht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich besser wurde. Mit dem Charakter. Wir kamen nicht mal bis Mom, nicht ein einziges Mal. Wie viel habe ich jetzt mit dem Charakter? 4 Stunden oder so? Du hast dein ganzes Glück heute Morgen schon verbraucht. Ich meine, ich hatte viel Glück bei ein paar Runs mit der Tainted Jacob. Aber, ich weiß nicht, ob das wirklich, ich will besser darin werde. Zeit, wir sind jetzt bei einer Winstreak von minus 10. Und ich kam nicht einmal, in die Ebene von Mom. Wie auch immer. Ich bin noch nicht genervt genug davon. Irgendein Run wird irgendwann hinhauen. Mach einfach spaßigere Charaktere. So viel spaßige Charaktere habe ich nicht mehr übrig. Die Zeit, wo wir spaßige Charaktere hatten, die liegen hinter mir. Außerdem von der KTRste, 5 Gift-Subs. Der Hundezahn. Warte, Dogtooth ist gar... Ah, das ist der, wo er heult. Ist gar nicht Ghost Pepper. Ich dachte, es wär Ghost Pepper. Ist kein Ghost Pepper. Ach Gott. Bin so überfordert. Genau, 5 Gift-Subs für Shiny Nobody, Zeranti, Storm Surfer, KAB The One und Wilhelm 277. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe nicht geschaut, weil der Raum mich genervt hat. Und ich ein Item bekommen habe, das mir sowieso nichts bringt. Ich habe nicht mal eine Bombe. Hey, das ist ein Secret Room. Wahrscheinlich sollte ich mit ihm auch mit Controller spielen. Ich habe das Gefühl, Q drücken und dann ausweichen ist halt auch eine Sache, welche jedes Mal allein steuerungstechnisch ein großes Problem ist. Du kannst Q und Space umtauschen in den Settings. Wo mache ich das? Wo stelle ich das um? Change Controller? Nein. Wahrscheinlich muss komplett rausgehen. Okay, jetzt macht man wahrscheinlich da, wo man auch die Maussteuerung aktiviert in der Config-File. Lass mich doch mal in Ruhe, ich versuche hier gerade... versuche gerade auszuweichen. Hey! Hey! Was soll das denn jetzt überhaupt? Kleiner Horn! Du tust mir gerade keinen Gefallen. Squeezy. Ich denke, ich gehe weiter. Ich appreciate, dass du noch nicht aufgegeben hast. Ja, ich weiß auch nicht. Ich scheine heute, vielleicht ist das Feng Shui in meiner Wohnung gerade richtig. Mit dem nicht weggebrachten Müllbeutel, der in der Ecke liegt. Vielleicht ist es das, was aktuell mir die innere Ruhe verschafft. Aber ich bin nicht wirklich genervt davon.
Aus irgendwelchen Gründen. Du hast mehr Durchhaltevermögen als ich. Ich glaube nicht, dass ich das, wenn ich es nicht streamen würde, noch weitermachen würde. Mit diesem dummen Charakter. Ich glaube nicht, dass ich so motiviert dabei wäre. Habt ihr den Versager gesehen? Gegen die Wand geschmettert. Weg. Ich weiß übrigens, dass das Technology Baby durch Wände schießt. Ich wusste nicht, dass das eine Sache ist, aber das ist ziemlich hilfreich. Ich glaube, ich will ran. Dabei ist gar nicht Selbsthass Sonntag. Ich mag immer noch die Idee von Selbsthass Sonntag, aber das Problem ist, dass man nach 3 Wochen schon keine Idee mehr hat, was man machen kann. Ups. Wie hoch schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir Haunt als Boss bekommen werden? Ich sage nämlich, sie ist ziemlich hoch. Ich schieb das fast nicht zur Seite. Was ist für eine starke... Ich wusste nicht, dass Spinnen auch das Vielfache von ihrem Körpergewicht verschieben können. Ja, es gab wohl keinen Boss in dem Run. Tja, so ist das Leben manchmal. Wir werden nie erfahren, ob Haunt der Boss war. Ich meine, man könnte zurückspulen, den Seed anschauen und den Run selber machen. Ich werde es nicht machen, aber man könnte es herausfinden. Wenn nur jemand ein bisschen Kampfgeist beweisen würde. Okay. So weit, so gut. Ah, ich hätte gern Soul Heart, ehrlich gesagt, aber mal schauen, wir noch eins bekommen. Hast du es? Wirklich? Man sieht einen Seed, wenn man stirbt. Ich muss dafür nicht pausieren. Diese dumme Bombe. War es sehr anstrengend, der Tainted Jacob freizuschalten? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe 2 Anläufe gebraucht. Es ist aber sehr anstrengend, mit Tainted Jacob zu spielen. Ihn freizuschalten war, das war nichts dagegen. Jacob und Esau finde ich halt auch wirklich spaßig. Ich fand Jacob und Esau mal echt anstrengend, aber nicht mehr. Wir haben so viel Übleres in diesem Spiel. Robo Baby 2.0. Das will ich eigentlich nicht wirklich. Los, Robo Baby 2.0. Töte meine Feinde. Der Fels war im Weg. Konnte nicht ausweichen. Okay.
Sehr schön. Irgendwann werde ich über die erste Ebene hinauskommen. Ich weiß nicht ganz wann, aber irgendwann wird es bestimmt passieren. Eines schönen Tages. Hey! Seht ihr? Das Blatt beginnt sich zu wenden. Wir starten direkt mit Little Horn. Oh, fuck. Und wir sterben direkt in diesem Raum. Nein! Ich will nicht in diesem Raum sterben. Kein Herz im Feuer. War nicht mal nützlich. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Und das ist das Wichtige hieran. Ich werde aber nicht mehr lange leben. Update, ich lebe noch. Pentagramm. Hat jemand ein Herz für mich? Oh, eine Münze. Ich hätte gerne ein Herz. Auto-Jump. Oh, wir leben. Ich lebe. Oh, Lucky Penny. Swallow Penny. Wir haben sie alle. Wir bekommen sie alle. How to jump ist unsagbar mies. Ja. Leider ja. Leider ja. Vielleicht wird es uns irgendwas bringen, irgendwann, irgendwie. Irgendwo. Wer weiß. Ich würde die beiden gerne wegsprengen. Ich brauche kein Geld, ich brauche Leben. Ich glaube, ich war nicht im Goldraum auf der Ebene gerade eben, oder? Doch, war ich. Oh ja, da war How to Jump drin. Wir haben uns gerade eben noch darüber beschwert. Oh, ein ganzes Herz. Kein Schlüssel. Ein ganzes Herz für mich! Hat jemand einen Schlüssel gesehen? Dankeschön. Du kannst zur Münze im Arcade Room springen. Das stimmt. Das stimmt. Sie weiß, das machen wir auch. Wenn ich Auto Jump habe, dann müssen wir es irgendwann auch einsetzen. Ich hatte Angst. Yeah! Den Stoff gesehen gerade eben. Unbeschreiblich stark. Das war ebenfalls wieder nicht mein Lieblingsraum mit Tainted Jacob. Generell alle Räume mit mehr als 12 Gegnern. Schwierig. Ist okay, ist okay. Der Halo? Seht ihr, das ist ein guter Start. Ab jetzt werde ich auch mal wieder einen Boss besiegen. Vielleicht. Unter Umständen.
Ich würde es nicht garantieren, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, es zu versuchen, okay? Können wir mal drüber reden, dass das auch wirklich zwei Shit-Räume waren? Voll mit den ganzen Gegnern. Das macht es schwer auszuweichen, wenn man, starke Dingens dabei hat. Ich stelle mich auch immer ganz komisch hin, wenn ich ihn im Kampf einsetzen will. Ich habe das Gefühl, da kann schon gar nichts Gutes bei rauskommen. Die ganze Positionierung, wenn ich ihn einsetze, ist immer so schlecht. Ach Gott. Warum? Ich will keinen dummen Cube of Meat. Oh, das ist voll of Bandages. Was redest du da? Warum ist doch kein Cube of Meat? Ach Gott. Secret Room scheint auch nicht da zu sein. Vier Cube of Meats sind auch nicht wirklich gut. Man denkt, dass es gut ist, aber es ist wirklich nicht gut. Ich hätte auch gern 2 Cent von irgendwo. Ich glaube, ich bekomme keine mehr zusammen. Was ein bisschen schade ist. Das heißt, ich kann mir keinen Soul Art holen für die nächste Ebene. Außerdem von Direxy Soul 48 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Gehen wir hier rein. Ich. Oh, das sind die 2 Cent! Oh, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Pass auf. Ich sage, der Run ist aktiviert. Ich sage, der Run ist aktiviert. Ab jetzt geht es steil bergauf. Schützt einen Nordleaf überhaupt vor Dingens? Oh. Ich glaube, ich nehme das mit, ehrlich gesagt. Alle 2 Räume Spoonbender ist ein halber Spoonbender. Das ist nicht so schlecht. Gott! Oh, ich liebe es. Ich liebe es, wie ich instant wieder meinen Soul Art komplett verloren habe. Und ich wurde getroffen. Nächsten großen Raum. Ich hoffe, dass das halbwegs gut gehen wird. Will ich direkt zum Boss gehen oder will ich noch erst gehen? Ich glaube, will ich zum Boss oder will ich den Goldraum vorher noch suchen? Ich glaube, wir suchen den Goldraum vorher. Der wird hier, glaube ich, sowieso verkackt soweit. Wer weiß, was dort alles drin sein wird. Ich hatte nicht mal einen Schlüssel die ganze Zeit über. Bisschen toxic. Gott. Ich mag das überhaupt nicht.
Shot speed down. Ich war schon, ich hab das Buch aus dem Goldraum. Na, ich glaube, ich werde heute keinen Daily Run machen. Ich denke, ich werde nichts mehr anderes machen, als mit diesem Charakter noch irgendwas zu versuchen hinzubekommen. Was nicht klappen wird. Ich versuche es. Aber es wird nicht klappen. Growth Hormones ist gut. Ich habe da reingeschaut, wo meinst du, der erste Boss könnte harsh sein, es ist Plum. Plum ist auch nervig. Will ich mich eigentlich schon direkt zu Lost machen? Warum nicht? Holy Mantle Lost und Holy Mantle Lost ist ja wohl besser als nicht Holy Mantle Lost. So, das könnte ziemlich aufregend werden. Fuck! Immerhin Small Rock. Immerhin Small Rock. Das heißt, ich teile schon mal ein bisschen Damage aus. Das sollten wir mal nicht zu sehr unterschätzen. Oh. Eventuell ist der Run unironisch aktiviert. Unironisch aktivierter Run. Stellt euch das vor. Stellt euch das mal vor. Das war fucking knapp. Das war gut. Ich meine, kein HP ab, aber es war trotzdem gut. Vor allem meine Feuer. Oh, meine Feuerrate ist enorm. Mein Damage ebenfalls. Oh, das ist gut. Das ist gut. Secret Room. Und niedriger Shotspeed ist auch gut, wenn wir mal ehrlich sind. Vor allem mit Tech Axe. Mit Tech Axe will man sowieso einen niedrigen Shotspeed haben. Und mein Buch! Ich habe mein Buch! Ja! Oh mein Gott. Das stimmt. Da habe ich natürlich dran gedacht. Das will ich nie vergessen. Yeah. Better dead. Absolute Hits, die meine Ohren hier vernehmen. Schaut euch diesen langsamen Tech X an. Das ist so gut. Sintoy, ich bin Spun! Speed down. Ist egal. Wir haben genug Speed. Oh. Oh. Oh, das ist mächtig. Das ist mächtig, prächtig, würde ich fast sagen. Wir müssen doch in den Shop reinschauen. Ja, denn ich hätte echt gerne das Soul Heart, das die hier haben.
Wir nehmen noch eins mit. Sie was? Oh, wir nehmen keins mehr mit. Alles gut. Weiter geht's. Nein, es geht nicht weiter. Wir brauchen noch das Eternal Heart. Ich würde sowas nicht vergessen. Du hast neuen Runs, das ist der neue Lives, das ist der Run. Na. Es wird auf jeden Fall ein Run. Tag X ist auf jeden Fall ziemlich mächtig für den Run. Und wir bekommen Ashpit. Nein, sind die meins. Alles gut. Was da im Kran? Die Clear Rune? Warum habe ich 5 Cent dafür ausgegeben? Ich kann nicht was damit anfangen, wenn ich sie bekommen hätte. Das Tainted Jacob, ja. Oh, ich habe so wenig Ressourcen. Der gute Hashi. Oh, Checkpoint 5! Was ist dieser Raum? Gott! Ich hätte wahrscheinlich das Buch einsetzen sollen und ich habe alle Soul Hearts verloren. Oh. 5 Cent. Und ein Reroll-O-Mat. Kein Soul Heart für mich. Wie es aussieht. Okay. Hat sich erledigt. Oh mein fucking Gott, nein. Ich sag's euch, dieser Raum gibt mir gerade ein extremes Gefühl von, ich würde fast sagen, Verzweiflung. Oh Gott. Noch jemand da oben? Was? Das war's, ehrlich gesagt. Pharaoh. Ich denke, das war der Run. Ich weiß nicht, ob ich allzu viel daran ändern kann. Das ist gut. Das bringt mir nicht wirklich was, aber ist trotzdem gut. Okay.
Bisschen komisch, wie das funktioniert, aber was auch immer. Ja, ich habe auch keine Ressourcen mehr. Versuchen wir es einfach. Schauen, was passiert. Gyros. Nochmal Gyros. Ich will Bloodclot nicht, aber ich will nicht sterben, also gehen wir weiter. Okay. Wir haben es doch geschafft. Wieder so ein ganz komischer Raum. Okay. Wir haben nicht mehr viele Wiederbelebungen übrig. Das muss ich mitnehmen. Lil Steven oder unbekannt? Nicht Lil Steven? Ja, ich denke auch, dass unbekannt sinnvoller ist. Es war nicht sinnvoll. Oh Gott, nein. Nicht. Das tut mir das jetzt nicht an. Oh, das war gut. Nein! Oh, oh. Ich hätte ein Herz. Komm schon. Ist kein Herz. Ein fucking nerviger Typ. Oh Gott, nein. Nicht. Oh Gott. Ash Pit ist so gefährlich. Danke, Ball of Bandages. Oh mein Gott. Ich brauche kein Herz für einen Streamer. Ich brauche ein Herz im Spiel. Fuck! Denn wenn man ein Herz im Spiel bekommt, bekommt man auch ein Herz im echten Leben. Oh mein Gott. Patient Boy! Ist auf jeden Fall eine Alternative zu, Devil Deal. Generell dem Item, das was bringt. Keine gute, aber eine Alternative. Hey, ein halbes Herz.
Retrovision, geh bitte weg. Ah, fuck, ich muss die Herzen am... Oh nein, ich muss die Herzen an der einen... Warte, kann ich überhaupt... Kann ich überhaupt... Warte, kann ich gratis durch die eine Tür gehen? Ich kann gratis jetzt durch die eine Tür gehen, oder? So, jetzt natürlich die Frage, wird er... Er verfolgt mich... Oh Gott... Ihr wollt mich doch verarschen. Ich werde jetzt von ihm und von... Oh mein fucking Gott. Kann das nicht euer Ernst sein? Ich meine, die gute Sache ist... Ich kann ja ziemlich gut abkürzen. Was mein Leben ungemein erleichtert. Wir sind noch im Spiel. Wir sind im Spiel. Ja, irgendwie. Warum bin ich noch im Spiel? Ich weiß es nicht. Es ergibt keinen Sinn für mich. Ah ja, da war Greed im Shop. Okay. Weiter geht's! Ich habe heute endlich alle Tentacles freigeschaltet. Oh Mann, ich bin echt kein Fan vom Bosskampf gegen den Fernsehfötus und den ganzen Mister nach. Der gute alte Dogma. Ah ja, Dogma ist übel. Wenn man dem Beyblade erstmal ausweichen kann, wird es besser, aber es wird nie gut. Bleibt immer relativ kritisch. Ich wünsche, ich hätte hier irgendwo einen Tinted Rock. Ich verstehe auch, dass das Spiel mir keinen geben will, denn es wäre zu spaßig, wenn ich einen hätte. Ich bin so erstaunt, dass du noch lebst, by the way. Das liegt daran, dass ich 5 Millionen Leben habe. In erster Linie. Oh, haben wir das gesehen? Das war der gute Stopp. Shit. Und da geht mein Deal dahin. So wie jedes Mal. Oh mein Gott. Was für eine Ausbeute. Was eine Ausbeute. Okay. Der Trick war es, ganz ruhig zu bleiben. Der No-Deal-Run, ja. Yeah. Das war desaströs. Würde ich fast behaupten. Ich denke, das war's, was den Run endgültig gekillt hat. Weil ich immer noch relativ stark bin, aber ich weiß ja. Oh. Soul of the Lost. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte, glaube ich, hauptsächlich sehen, was passiert. Was macht sie? Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wirklich im Kampf gesehen habe. Fucking Squeezy! Egal, Squeezy gibt mir zwei Dingens. Okay, wisst ihr was? Wir gehen weiter. Ich bin dazu entschlossen, dass es das nicht wert wäre, jetzt als The Lost die ganze Ebene noch zu machen auf der Suche nach dem Goldraum. Ich denke nicht, dass das gut gegangen wäre. Und ihr könnt mir gerne zustimmen, dass es nicht gut gegangen wäre. Kein Planetarium.
Fuck. Der böse Kerl ist da. Geh mal weg, böser Kerl. Ich wünsche, ich könnte die mit dem roten Schalter töten. Lelocki. Lelocki ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Einfach so schwer der ganzen Scheiße aus. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, irgendwas hier dran zu verstehen. Aber hey, 9 Lives. Karin, wie üblich. Car Battery bringt mir absolut gar nichts. Aber das ist okay. Schauen. Okay. Ich würde ganz sagen, dass mein Damage immerhin wirklich gut ist und ist er an sich, aber ich glaube, er wird nicht gut genug sein, um halbwegs okay gegen Mom zurechtzukommen. Eine Lovers-Karte. Oh, und ich bin tot. Als ich gedrückt habe. Warum ist er nicht los, als ich gedrückt habe? Scheinbar nicht richtig gedrückt oder sowas. Wegen der Car Battery wollte mich verarschen. Die Car Battery hat ihn nutzlos gemacht. Oh mein fucking Gott. Ich hasse Chocolate Milk. Inzwischen. Ich habe gar nichts mit Tainted Jacob geschafft. Was soll die Frage? Was habe ich alles mit ihm? Ich habe nichts mit ihm und ich sehe auch nicht, dass ich jemals was mit ihm schaffen werde. Aber gut, mal schauen. Ich hab damit einen Gegner gefangen. Zusätzlich mit der Chain. Oh mein fucking Gott. Nimm ein Car Battery mit und sie breakt den fucking Charakter. Und dann wusste ich absolut nicht, was ich machen soll, nachdem er nicht los ist. Und zusätzlich von Mom noch 800 Rektile abgefeuert werden. Kein Lucky Penny für mich. Der Charakter funktioniert so, dass man stirbt. Das ist alles, was über ihn zu wissen gibt. Ja, er stirbt. Das ist alles, was darüber zu wissen. Willst du mich verarschen gerade? Immerhin.
Bin ich tot? Ich bin tot. Ich will nicht Unicorn Stump. Gott, der Run von vorhin hätte, er wäre so stark gewesen, aber ich kann der blöden Punkt nicht mehr ausweichen. Birdcage ist auch so Abfall. Ja, was auch immer. Ich habe keine Lust mehr mit Shit-Items anzufangen, okay. Gut. Belassen wir es nicht im Zufall. Legen wir direkt richtig los. Keine feigen Aktionen mehr. Wir machen es entweder richtig oder wir lassen es. Und ich bin dafür, dass wir es richtig machen. Das Spiel stimmt ganz offensichtlich zu. Hüte dich vor mir, ich habe Explosionen. Wenn du hier in Luft gesprengt werden willst, dann halte besser Abstand von mir. Sag mal! Okay, wie viel Cent waren das jetzt gerade? Das waren mindestens 3. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr als 3 Cent. Shit. Und schon sind wir tot. Das war ein zu guter Anfang für einen Run. Das konnten wir so nicht weitergehen lassen. Ein zu guter Anfang. Ich denke, ich werde einfach versuchen, Richtung Chest zu gehen mit diesem Shit-Character. Und nicht mehr mir einzureden, dass ich zu... Und nicht mehr einzureden, dass ich zu Mada gehen könnte. Denn das wird absolut nicht passieren. Okay. Relax ist nicht gut. Er hat mir einen 10er gegeben. Es ist okay. Ist okay. Burnt Penny. Warum nicht? What, Lost keine Holy Mantle mehr, ist doch dumm. Lost hat noch Holy Mantle, ist nur, dieser Charakter hat keine Holy Mantle. Wenn er zu der Lost wird. Outbreak ist gut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß, es ist okay. Ist auch nicht zu gut. Ich will keine Taschenlampe mitnehmen, weil ich habe kein Geld. Nein. Früher oder später muss das passieren. Yeah.
Anime Sola. Dankeschön. Au. Blattklaut. Blattklaut ist natürlich nicht der größte Hit, den man sich wünschen könnte. Macht doch erschreckend wenig Schaden. So, ich würde sagen, wenn ich schon mal Devil Dies bekommen würde, wenn ich so jetzt schaffen würde, wäre der Run schon mal... ganz gut dran. Dieses Item erfüllt mich nicht mit Zuversicht. Mit Zuversicht erfüllt es mich nicht. Ja, vielleicht ist es okay. Ist es gut? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir leben noch. Nimm die Bombe mit. Sprengen wir das auch noch weg. Das sind keine guten Items hier. Keine guten Items. Ich weiß, dass ich einen Speed-Up bekomme, wenn ich den Kreis benutze. Er macht auch irgendwie Schaden unter irgendwelchen Umständen. Ich weiß nicht, welche die Umstände dafür sind. Ich finde übrigens, ich sollte in den Boss-Challenge-Room reingehen können. So am Rande. The Lost kann rein. Warum kann ich nicht rein? Ich bin sogar schwächer als The Lost. Ich kann nicht mal getroffen werden. Oh, der Luck, der Latch Key. Glückliche Freunde. Das Glück ist uns hold. Was soll's. Hab's versucht. War mir nicht vergönnt. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht rast der random irgendwie noch in ihn rein. Oh Gott, ist die Kugel. Nimm die fucking Kugel weg! Warum? Ich habe keine Lust. Auch nicht auf Gimpy. Übertreib nicht, Tante Jacob soll nicht zu stark sein. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, so wie Tainted Jacob ist, stellen sich Leute Tainted Lost vor. Es hat den Unterschied, dass Tainted Lost nicht mal fast so scheiße ist wie das hier. Nicht mal ansatzweise. Zeit gesetzt, wie lange du es versuchst? Ich glaube, ich versuche es seit 2 Stunden oder länger. Und ich kam einmal bis Mom. Das heißt, das lief ziemlich gut.
Ich hab ihn doch bewegt. Komm schon. Dankeschön. Meat. Vielleicht finde ich den Secret Room noch. Ich habe ihn gefunden und wir bekommen ein paar Cent. War ein Soul Art im Shop zufälligerweise? Zufälligerweise nicht. Ich werde das Säckchen kaufen, da könnte eins drin sein. Und es ist keins drin. Ist okay. Dafür können wir hier was rausspringen. Vielleicht reicht es für Steam Sale. Das reicht nicht für Steam Sale. Ich wünschte, es würde für Steam Sale reichen. Ich stelle mir vor, das wäre die Ultra-Hard-Challenge. Die Ultra-Hard-Challenge ist nicht, ich finde sie weniger fürchterlich als den Charakter, ehrlich gesagt. Außerdem von der Mishock X. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Oder MyShock, besser gesagt. Ich finde Ultra-Hard weniger nervig als das. Lass mich hier zuerst reinschauen. Oh, yes. Soul Hearts. Das bedeutet, der Devil Deal ist eine Option. Der Devil Deal ist möglich. Fuck. Generell habe ich eine gute Feuerrate aktuell. Guten Angriff. Wir sind auf einem guten Weg. Das sind gute Stats. Die Frage ist nur, wann ich random zu The Lost werde und deswegen sterbe. Ganz recht. Ich hab sie beide getötet. Mal schauen, ob ich hier was kaufen will. Ich weiß, dass der Devil die gratis ist als Tainted Jacob. Ich sitze gerade seit 2,5 Stunden an diesem dummen Charakter. Ich habe 1-2 Dinge aufgeschnappt. Ich denke, ich nehme das King Baby mit. Zum einen, weil es, denke ich, widerspiegelt, wie ich mich fühle. Zum anderen, Conjoined. Einfach für Conjoined. Aber Leute nennen mich auch oft King Baby. Oder einfach nur Baby. Ich weiß auch nicht. Aber ich stelle mir gern vor, dass sie King Baby zu mir sagen. Und ich habe noch einen Soul Heart übrig. Wenn wir das mal nicht unterschätzen. Oh, ich habe Petrified Poop. Oh oh. Ich sollte also die Haufen hier mitnehmen. Ja, man weiß nie, was man bekommen kann. Ich muss halt den Deal noch bekommen auf der Ebene. Bevor ich mich beschweren kann, dass er schlecht ist. Erstmal muss ich ihn bekommen. Das ist aktuell das Hauptproblem. Ugh. Oh mein fucking Gott, eine fucking Spinne! Yes!
Manchmal meint dieses Spiel gut mit einem. Nicht immer, aber manchmal. Selten. Das war okay. Komm schon. Okay, die Grünen fliegen. Die Grünen fliegen haben den Tod verdient. Sie haben lange auf diesen hingearbeitet. Haben wir einen Tinted Rock irgendwo? Sieht nicht so aus. Ich hoffe, du kriegst Brimstone. Wir hatten schon den Run mit Brimstone heute. Und er ist gestorben. Okay. Und jetzt wird's ernst. Ist ja was? Nein. Ich werde dafür nicht mal auf, ich werde mich dafür nicht mal auf Devil Deals reduzieren. Das ist mir nicht mal wert. Denn keins dieser Items hat irgendwas gebracht. Ist mal das Lost immer noch auf Babylon? Ich denke nicht. Denn wenn ich mit dem Charakter zu The Lost werde, dann kann ich trotzdem nicht in den Boss-Challenge-Room rein. Und ich denke auch nicht, dass der Hall of Babylon dann aktiviert wird. Das Bett bringt nicht viel, weil es ein schmutziges Bett ist. Da hat jemand reingebrettert. Da hat jemand volle Kanöle reingeknödelt. Oh mein Gott. Gott, ich liebe es, wenn man einfach einmal ganz kurz unachtsam ist. Ganz kurz. Für einen kurzen Moment. Und schon hat man verkackt. Den Teppich sprengen bringt auch nichts, weil er ebenfalls schmutzig ist. Das bringt bei den schmutzigen Räumen nichts. Sind so schmutzig, da bin ich nicht mal mehr. Ich würde nicht mal was bringen, wenn man sie in die Luft sprengt. So schmutzig sind die. Oh Gott. Ich liebe es, wie sie mich gezielt in die Ecke gedrängt haben. Das war ziemlich cool. Und ja, Oh, ich hasse diesen Charakter. Ich hasse diesen Charakter so sehr. Ihr wisst gar nicht, wie sehr. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, inzwischen zu sagen, dass er der schlimmste Charakter aus dem Spiel ist. Ich denke, ich bin mir da inzwischen relativ sicher. Es gibt keinen anderen Charakter, mit dem ich so lange gespielt habe, ohne jemals irgendwas erreicht zu haben. Ich denke nicht, dass ich heute noch Elden Ring spielen werde. Ehrlich gesagt. Was mit Jacob und Esau? Jacob und Esau sind nicht mal ansatzweise. Ich habe mit Jacob und Esau schon fast alles geschafft. Ist nicht mal ansatzweise vergleichbar vom Bullshit-Grad. Nicht mal fast. Bleib mal da, wo du bist. Alle Brimstone hopp ihn nicht um, aber mal schauen. Mal schauen, ob wir mit ihm noch was anfangen können. Magic 8 Ball. Ah, ich hätte unglaublich gerne noch ein Soul Heart. Ehrlich gesagt.
Ich bekomme keins mehr. Im Shop war wahrscheinlich auch keins. Was immer mit der roten Kiste? Komm ich an die ran? Ja, für eine Bombe ist wert. Warum nicht? Zwei schwarze Herzen sind okay. Das heißt, wir können auf der nächsten Ebene einen Devil Deal bekommen. Emperor Card. Ich glaube, ich werde, direkt den Emperor einsetzen. Ich wünsche, es wäre nicht nerviger Boss. Aber okay. Mal schauen. Mal schauen, wie es laufen wird. Ob Lil Brimstone uns den Weg zu dem großen Brimstone ebnen. Oh, fantastisch. Absolut fantastisch. Ja, den würde ich gerne mitnehmen. Nehmen wir mal. Jetzt bin ich der Lost. Das ist eigentlich dumm. Gehen wir weiter. Ist nicht so, als ob es einen Unterschied machen würde, wirklich. Habe ich eigentlich für die Empty Vessel ein Herz ausgegeben? Ich glaube schon, oder? Und die W-Chance ist weg, das ist okay. Wie soll ich in diesem Raum überleben, ohne getroffen zu werden? Gleiches gilt für diesen Raum. Oh, mein schwarzes Herz ist weg. Hey, das ist ein schwarzes Herz. Alles Gute, schwarze Herz ist zurück. Keine Sorge. Außerdem von Mimata, 4 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Oh Gott, dieser. Nicht dieser fucking Raum! Ich könnte schwören, es gibt fucking Räume, wo man schlicht und ergreifend getroffen werden muss mit diesem Charakter. Wenn dieser Raum von gerade. Wie hätte ich nicht getroffen werden sollen? Gute Neuigkeit, ich habe wieder ein schwarzes Herz. Ich glaube, ich sollte die mitnehmen. Hab kein schwarzes Herz mehr. Ich will nur einen fucking Run mit diesem Charakter schaffen. Das ist alles, was ich schaffen will. Danach ist mir alles egal. Aber dafür muss ich einen einzigen Run schaffen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich dieses Wunder bewerkstelligen soll. Das kann helfen. Ich habe inzwischen auch den Versuch aufgegeben, überhaupt mit
ihm anzugreifen oder so. Größtenteils. Das geht nie gut. Die Pockets, das und oh. Oh. Was ist The World? Fragezeichen. Ist The World die Schaufel? Ich würde sie ablegen und nachschauen, aber ich kann nicht. Was macht das? Yeah? Okay. Ich sehe hier nichts am Boden, was Oh, da ist ein Grashalm. Und ich habe einen Soul Heart bekommen. Oh, das war ein safer Crawl Space, so oder so. Wo kam die Spinne überhaupt her? Egal. Egal. Ich habe noch ein halbes Herz und wir haben eine Purple-Rune. Dementsprechend ist soweit alles okay. Den nehme ich mit. Den erhöht meine Feuerrate und eine höhere Feuerrate ist gut. Secret Room. Wo bist du? Hier ist er nicht. Also wahrscheinlich hier. Schon irgendwas geschafft mit Tente Jacob? Nein. Soll ich das Perthrone? Ich weiß nicht, ob Inner Child es wirklich wert ist. Okay. Nein, warte, Infamy ist gut. Bringt wahrscheinlich in der Situation sogar mehr. Einfach, weil ich damit Projektile ablocken kann. Okay. Weiter geht's! Wir haben potente Tränen inzwischen. Vor allem wird der Gift-Effekt zwischen ihnen mit Jacobs Ladder weitergetragen. Was ziemlich interessant ist. Das ist super stark tatsächlich. Oh. Ist das etwa ein Run, der weiterkommt? Ich würde mich nicht zu sehr an diesen Gedanken gewöhnen. Denn erfahrungsgemäß sterben Runs. Wenn man sich zu sehr an sie gewöhnt. Und den Gedanken zu sehr mag, dass dieser Run stark wird. Half up. Dementsprechend machen wir sowas nicht. genau sowas sollte ich nicht machen. Und Infamy hat uns bereits einmal gerettet. Steam Cell. Soulheart. Dann bekomme ich nie mehr wieder. Nie mehr bekomme ich das wieder. Health down. Ne. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt wünsche ich, wir hätten einen Shop gehabt. Wir gewonnen, so zerronnen, was auch immer.
Schau ich das Ausmaß an, in welchem ich keinen Devil Deal bekomme. Das ist ein gewaltiges kein Devil Deal Ausmaß hier gerade. Vielleicht haben wir eine gute Pille? Nein? Nein. Ich glaube, ich gehe noch weiter, um vielleicht irgendwo einen Tinted Rock zu finden. Oder irgendeine andere Möglichkeit, an ein paar Soul Hearts zu kommen. Oh ja, rote Herzen würden den Zweck schon erfüllen. Wir haben ja, ich habe ja Dark Bomb dabei. Der alte dunkle Penner. Wir haben ihn ja die ganze Zeit dabei. Das Problem ist nur, ich bekomme keine Herzen. Wäre heute nicht verwunderlich, wenn du mit 0,5% den Devil Deal bekommen hättest. Ist der Tag heute bekannt dafür, dass ich viel Glück habe, oder wie? Ich könnte schwören, die in der ersten Linie waren wir in einer Situation, in der ich extrem viel Pech hatte heute. Nimm das Sacred Heart mit. Ah, Secret Room könnte ich auch noch suchen. Und natürlich Super Secret. Denn wenn der Super Secret voll mit roten Herzen ist, dann wäre das ziemlich gut. Ist der Raum eigentlich gut? Oh, ich kann in den, ups. Ich kann in den Cursed Room rein. Und ja, ich würde wirklich gerne an dem, ein bisschen spielen. Das Problem ist nur, dass es viel zu lange dauert und ich habe keine Lust, während der die ganze Zeit versucht, mich zu jagen. Heute ist ja der Tag der unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeiten. Ich habe auf jeden Fall keinen Devil Deal bekommen. Das heißt, das war an dem Punkt eher so, wie man es rechnen würde. Kein Super Secret Room. Oh Gott, warum? Okay, haben wir ab. Kein Super Secret für mich. Auch wenn ich schwören könnte, er hätte da sein sollen, aber okay. Okay. Fuck! Oh mein Gott. Oh, mir fällt gerade auf, ich hätte gerne irgendwann noch Damage Up gehabt. Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen. Kein schwarzes Herz für mich. Jetzt Birthright. Birthright ist doch nicht mal gut mit Tainted Jacob. Oh Gott. Oh, je länger ich in dem Raum, länger ich gezwungen bin, im Raum zu bleiben, desto ungünstiger. Ich wünschte wirklich, ich wäre in der Lage, irgendwelche fucking Devil Deals zu bekommen. Die wären so wichtig für diesen Charakter. Wir bekommen keine.
Stattdessen eine Speed-Up-Pille. Oh. Ich ziehe alles zurück, ich habe ein Soul Heart. Und ich bräuchte dringend einen Shop. Einen Shop, in dem nicht fucking Greed ist. Das ist für... Ich weiß, ich verlange viel gerade, aber verlange ich wirklich so viel? Ich meine, komm schon. Es könnte interessant werden. Das ist sogar sehr interessant. Gott! Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse dieses Spiel. Weiß nicht, wie ich ausweichen soll, wenn so viele Shit-Gegner auf einem Haufen da sind. Haben wir den Secret Room auf der Ebene? Money Quest Power. Na. Weiß nicht, ob das so viel bringen würde, ehrlich gesagt. Ich meine, es klingt immer nett, aber es ist nicht wirklich so gut. Secret Room, bist du hier? Wahrscheinlich, wenn ich die Karte einsetze, werde ich übrigens, ich habe ihn. Werde ich wahrscheinlich 2 Herzcontainer verlieren. Ist meine spontane Schätzung. Tears down. Ich lag richtig. Und wir haben die wohl nutzlosesten Items bekommen, die man bekommen kann. Placebo. Machen wir das. Diesmal sollte ich auch einen Shop bekommen. Es war es absolut nicht wert, dafür 2 Container aufzugeben. Das war das Hauptproblem daran. Aber hey, dafür noch ein Goldraum-Item. Oh, fuck. The Virus. Warum ist die Planetarium-Chance gesunken? Keine Ahnung. Oh, Yamhart. Okay. Das hätte ich mal ein bisschen früher gebraucht. Na, alles gut, ich hab's früh genug bekommen. Hanged Man. Oh oh, ganz vorsichtig. Okay. Der Run erlebt irgendwie noch ein bisschen. Nicht sonderlich viel, aber ein bisschen. Es ist noch machbar. Bleib mal da, wo du bist. Ich will einen Tinted Rock suchen. Da ist keiner. Ich hätte gern ein Soul Heart von irgendwo. Muss ich jetzt mal so ganz ehrlich... Oh! Dark Bomb macht mich stolz! Dark Bomb! Das macht mich überhaupt nicht stolz! Ich würde fast sagen, das war eine Enttäuschung. Komm schon, Secret Room. Auf der Ebene, es gibt da war ein Planetarium auf der Ebene von vorhin, deswegen ist meine Planetarium-Chance bei 16% jetzt und nicht mehr bei 21%.
Das ist ziemlich stark. Ich hätte trotzdem gern Soul Heart. Dankeschön! Dankeschön! Yes! Soul of Lilith. Soul of Lilith. Wir nehmen das mit. Stars. Ey, sollte die Stars-Karte, wie ich sie einsetze, mir nicht einen Soul Heart dazugeben oder so? Ich bin fast hin reingelaufen. Kann ich was für einen Hankman? Nicht wirklich. Okay. Ich habe ein paar Herzen. Das war Emperor. Okay. Hör auf zu hüpfen. Ah, fuck. Nein, oh Gott. Mein schwarzes Herz. Lump of Coal. Lump of Coal. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, weiter geht's. Aufsehen von PJZ1989, 190 Bits. Viel, viel lieben Dank. Puh. Tut mir leid, ich kann nicht so viele Hinweise für den Run gerade lesen, denn ich habe große Angst zu sterben. Oh mein Gott. Mit. Feuerdauer Energy. Nicht ganz, was ich wollte, aber okay. Welche Mods ich verwende, ist bei den YouTube-Videos in der Beschreibung verlinkt. Ja, wir lassen das. Das würde ein bisschen sehr den Rahmen von dem Chatbefehl sprengen. Die Mods alle aufzulisten. Wo kommen die ganzen Soul-Arts her gerade? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich wundere mich nur ein bisschen. Dieser Run ist übrigens fucking stark. Möchte ich nochmal so eben in den Raum werfen. Ist stark genug, damit ich Esau einfach ignorieren kann. Und das ist alles, was ich mir gewünscht habe. Das ist nicht so laut. Nein, der Run ist ziemlich stark. Das kann ich so laut sagen, wie ich will. Das ist aber auch nicht der erste starke Tainted Jacob Run, den wir heute haben. Falsches Dingens auf Q. Ah, fuck. Ich wollte es noch versuchen.
ich wollte nicht rausfuhlen. Der Run wäre mit den meisten anderen Charakteren gewonnen. Ja. Yeah. Eventuell auch mit ihm. Yes! Oh Gott. Will ich die Left Hand? Wie steht ihr zu Left Hand? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, ich will sie nicht. Kommt eigentlich nie was Gutes bei raus. So, nicht so, als ob ich schon ein paar Guppy-Items hätte oder so. Wir hatten den Goldraum noch nicht auf der Ebene. Daran würde ich also ganz gerne noch was ändern. Oh oh. Dieser Run ist dafür, dass er einen Damage-Wert von 4,4 hat, einfach so stark. Ich glaube, ich werde das Metronom gar nicht erst mitnehmen. Fantastisch. I'm excited. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nimm Pause-Button. Wofür? Wahrscheinlich kann ich damit auch Shadow Isor anhalten. Oh ja, ich kann ihn damit auch anhalten. Okay. Das ist durchaus hilfreich. Und jetzt gehe ich zum Boss und ich hoffe, dass ich, oh Gott. Dass ich unterwegs nicht von, ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass ich, lebe. Das ist, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Gute Neuigkeiten, I'm excited, ist aktiv. Ist das nicht der Wahnsinn? Kein Deal? Polaroid, was soll's? Oh mein Gott! I'm excited war keine gute Pille für diesen Kampf. Oder kein guter Effekt, um in diesem Kampf aktiv zu sein. Und hier wurde ich auch gerade fast erwischt. Ich wünsche, ich würde einen Hierophant irgendwo finden. Das wäre das Leben. Ich glaube, ich will die Bombe mitnehmen. Das erste Mal mit dem Char besiegt. Oh Gott. Ja, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch Adlibs schaffe, dann bekommen wir sogar das erste, auf dem kleinen Zettel bekommen wir dann sogar was. Und das wäre doch das süßeste Leben, was wir uns nur wünschen könnten. Mit diesem Charakter irgendwas geschafft zu haben. Infamy carried einfach so hart. Ups. Ah ja, ich habe Chaos aktiviert. Das wird fürchterlich. Mal schauen. Na, habe ich Chaos mitgenommen? Ja, ich habe Chaos in diesem Run, okay. Thank you.
Nicht sicher, ob es eine gute Idee war, das mit... Oh mein Gott. Es ist Kranzzeit! Kranzzeit! Guppy's Collar. Wenn ich das erste Mal, dass mir das Item heute das Leben rettet. Okay. Das war doch eine akzeptable Ausbeute. Ich bin am zufriedensten damit, dass ich ein Schild hab. Ist ja was wie Ampron. Sonst setze ich das wieder alles versehentlich ein und das wäre nicht gut. Au. Oh was, ich war bei genau 30 Minuten. Guter Deal. Ich meine, es war nicht der schlechteste Deal. Tatsächlich. Doch, kein Hasch. Ja, das ist tragisch. Tragisch, tragisch, tragisch. Dabei habe ich mich so sehr danach gefühlt, der Hasch zu bekämpfen in diesem Run. Tja. Man kann wohl nicht immer alles haben. Schild ist so hilfreich. Wenn ich nicht noch ein paar Herz bekomme, wird Isaac übrigens ein großes Problem. Und ich hoffe, dass Isaac kein großes Problem wird. Na, gehen wir ran. Oh Gott. Oh! Das war's wert! Komm schon, Dark Bomb! Willst du dich verarschen? Horf! Horf! Infested! Das war noch so viel schlechter, als ich mir hätte erträumen lassen. Das war so schlecht. Also hoffen wir, dass wir irgendwo noch einen Tinted Rock finden, in dem, aus dem zwei Herzen rauskommen. Das weiß ich nämlich noch nicht ganz, wie das hier am besten weitergehen soll. Oh, wir haben ihn. Oh, yes, die Tick. Trampkarte. Ist auch ziemlich okay. Nehmen wir das noch mit. Okay. Ich wünschte, ich wäre nicht dermaßen riesig geworden. Ich weiß, dass die Hitbox nicht größer wird, aber ich sehe nichts. Fuck! Okay, schauen wir, ob wir noch den regulären Secret Room finden.
Oh, fuck, das hat mir 2 Herzen dazu gegeben. Ich dachte mir schon, warum habe ich 4 Herzen? Ich verstehe. Wegen der doppelten Aktivierung. Okay. Weiter geht's. Sag mal, ist der Pause-Button wirklich immer nur so kurz aktiv? Oder ist er so lange aktiv, bis ich feuere oder sowas? Und aktuell sieht er so aus, als ob er nur sehr kurz aktiv wäre. Das ist nicht gut. Bist du feuerst, glaube ich? Okay. Dark Bomb! Du machst mich hier gerade sehr unglücklich. Ich meine, Tatsache, dass keine Kisten droppen auch, aber ist nicht die größte Überraschung soweit. Im Luck-Set von 0. Ich bin auch nur auf der Suche nach Blue Baby. Und dann bin ich weg von hier. Vielleicht noch nach einem Secret Room. Vielleicht noch ein Secret Room, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, fuck. Es gibt so viel, worauf man sich konzentrieren muss. Oh mein Gott! Eine Kiste wäre ziemlich gut. Okay. Wir sind da. Was für ein Treffer. Ich bin soweit immerhin noch dummen Geist ausgewichen. Das ist also schon mal ganz gut. Ah. Schlüssel. Du kannst mein Schild nicht aufhalten. Ah! Spawn doch nicht direkt neben mir! Du kannst mein Schild aufhalten! Okay, kein Void-Portal, was auch immer. Wir sind fertig. Tja, so werden wir wohl nie herausfinden, was die Windstreak war. Ich hab was mit Tinte Jacob geschafft. Das ist fürchterlich. Absolut grauenhaft. Und dann nicht mal ein Unlock. Yeah. Wie lange saß ich hier dann jetzt? 4 Stunden?